Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Das ist das nächste FIFA 23 Video, wo ich mein Starterteam zeige, wie ich es jetzt ungefähr bauen werde. Und dann starten wir direkt rein. In der im Tor spiele ich Mike Nunn, der ein 86er Rating haben wird. Ich denke mal, der wird auch etwas mehr kosten. Dann haben wir in der Innenverteidigung Araujo und der hat auch ziemlich viel Pace, ist halt geil, nächstes FIFA für das Starterteams. Dann daneben spiele ich Luis Diaz, der auch ein dickes Upgrade bekommen wird. Ich denke mal plus 2 und Araujo auch so plus 2, plus 1. Dann als Rechtsverteidiger spiele ich Di Lorenzo, der für den Start auch immer echt nice ist, auch letztes FIFA schon, weil er halt einfach viel Pace hat und der Serie A ist und nicht so viel kosten wird. Dann als Linksverteidiger, der jetzt frisch zu Sevilla gewechselt ist, spiele ich Alex Telles. Das wird so einer der Schwachstellen im Team sein, da der nicht so viel Pace hat, aber trotzdem 83 Pace geht fit. Dann als Sechser Abräumer spiele ich Tonali. Und ich denke mal, der wird auch nicht allzu teuer sein, muss man auf ZM machen. Dann daneben spiele ich Camavinga, der auch letztes FIFA als Starterteam schon ziemlich OP war und auch, wenn man den jetzt uns to watch gezogen hat, echt nice war für den Start. Dann daneben spielen wir seinen französischen Partner Tchouaméni, der auch eine sehr, sehr krasse Karte zum Start bekommen wird, denke ich mal, auch so 10.000 kosten wird. Dann als rechten Flügel der teuerste im Team, Rafinha, der, denke ich mal, eine 83er Karte bekommt und auch sehr schnell ist, mit dem man auf jeden Fall rasieren kann. Dann als linken Flügel spielen wir den, denke ich mal, zweiteuersten, Rafael Leao, der schon geleakt wurde, dass er eine 84er Karte bekommt. Und da als Stürmer dann Rebic, was natürlich nice ist, dass man den jetzt auch als ST spielen kann, weil vorher konnte man ja nur linker Flügel und LM spielen, jetzt aber auch als Stürmer, das ist natürlich sehr nice. Und wie man da sieht, alle Spieler kommen auf mindestens 3 Sterne. Da sie, also wenn alle auf der richtigen Position sind, kommen alle auf 3 Sterne. Hier seht ihr es nochmal, dass alle auf 3 Sterne kommen. Und ja, da unten blende ich euch nochmal die Predictions oder die geleakten Karten von den Spielern ein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da ein Abo und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein!